Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem ersten Vlogmas. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch natürlich wieder mal mit in meinen Alltag und auch passend zu dem ganzen Thema Weihnachten, was hier gerade so aktuell bei uns ansteht. Ansonsten ist es natürlich sehr weihnachtlich, man sieht das Ganze ja hier schon im Hintergrund. Ihr habt ja auch schon die Deko gesehen, dazu gab es ja schon ein Video und ich möchte euch jetzt mal wieder mit reinnehmen in den Alltag, was hier so aktuell ansteht. Ich zeige euch ein paar Produkte. Ich war jetzt letztens wieder beim Rossmann. Ich habe das extra noch nicht weggeräumt. Das heißt, ich wollte euch das extra nochmal zeigen. Und auch ein tolles Paket kam bei mir an. Und zwar habe ich beim Schrottwichteln mitgemacht. Das zeige ich euch nachher auch noch. Und ansonsten nehme ich euch jetzt ja, die Zeit über mit. Das heißt, es wird immer wieder ein neues Video kommen, ein neuer Vlog. Und nee, natürlich nicht nur Weihnachtsthemen, sondern halt auch die alltäglichen Dinge, die hier so anstehen. Das kann ja nicht auf der Strecke bleiben. Und ich habe mir hier auch schon meinen Kaffee gemacht in meiner Weihnachtstasse. Die habe ich schon so viele Jahre, die habe ich schon seitdem ich klein bin. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal die Produkte, die ich beim Rossmann geshoppt habe. So, ich habe mir das Ganze jetzt hier erstmal überall mit aufgebaut, alles schon mal ausgepackt aus der Tüte, weil das hier recht eng ist, wo ich mich hier platziert habe. Genau, ich war wieder beim Rossmann und habe natürlich wieder die alltäglichen Dinge mitgenommen. Und zwar diese tollen Ölpflegetücher. Ich glaube, dazu brauche ich nicht mehr viel erzählen. Die habe ich schon so oft in die Kamera gezeigt. Die habe ich wieder zweimal mitgenommen. Dann auch diese Feuchttücher hier. Die hatte ich beim letzten Mal auch schon gezeigt. Die eignen sich immer sehr gut zum Hände- und Mundabwischen, nachdem sie dann gegessen hat. Denn die sind parfümfrei, also auch kein Öl, kein Parfüm, also ganz neutral. Die haben sogar bei Ökotest sehr gut. Also falls jemand die auch kaufen möchte, auch von der Eigenmarke vom Rossmann. Dann habe ich wieder Brei mitgenommen, Abendbrei. Den hatten wir jetzt schon getestet und der hat ihr immer gut geschmeckt. Das ist Guten Abend Milchbrei mit Hafer, also Haferbrei. Schmeckt übrigens wirklich sehr gut. Ich habe natürlich auch mal gekostet. Und auch für ihr Frühstück habe ich einen Brei mitgenommen, beziehungsweise ist das ein Müsli. Habe ich vorher noch nie gesehen. Ein Babymüsli, auch ab dem 8. Monat. Also sie ist ja jetzt schon 9 Monate alt, beziehungsweise über 9 Monate alt. Wird jetzt im Dezember ja schon 10 Monate alt, also die Zeit, die vergeht. Und dieses Babymüsli hat wohl leichte Stückchen, also leicht zu kauen, ohne Zuckerzusatz. Ich bin gespannt. Wir kennen es noch nicht und daher bin ich mal gespannt und das ist ja auch mal was anderes. So, dann habe ich was mitgenommen, wo ich mir denke, das ist super praktisch für die Fahrt, wenn wir unsere Familie besuchen. Denn wir sind ja Weihnachten nicht zu Hause. Wir sind ja hier eher so alleine immer für uns. Deswegen freue ich mich schon, wenn es dann Weihnachten endlich mal wieder Richtung Familie geht. Und in dem Fall muss ich sagen, bin ich wirklich froh, dass es da jetzt so eine Sonderregelung gibt, ne, wegen dem ganzen Corona-Thema. An sich ist es eigentlich Quatsch, aber ich freue mich natürlich trotzdem, dass ich meine Familie sehen kann und mit meiner Familie natürlich auch Weihnachten verbringen kann. Und da habe ich jetzt was Tolles entdeckt und zwar für die Hintour dachte ich mir, ist das eine praktische Sache. Das ist von Alete, das war jetzt auch reduziert, weil das jetzt nur noch diesen Monat haltbar ist. Daher passt das sehr gut. Das sind zweimal 200 Milliliter, also 400 Milliliter insgesamt. Und das ist eine Mahlzeit zum Trinken. Und genau, ab dem 10. Monat, sie ist ja dann 10 Monate schon alt, deswegen passt das dann ganz gut. Zwei vollwertige und trinkfertige Milchgetreidemahlzeiten. Also ich kenne das noch nicht. Ich habe da irgendwie mich auch noch vorher mit gar nicht befasst. Mir ist das nur ins Auge gestochen wegen diesem Zettel hier dran. Da gab es auch noch andere Sorten. Ich gucke gerade noch mal, ob hier noch was draufsteht. Aber hier steht auch tatsächlich, dass das, oder ich denke mal, dass das wirklich für unterwegs sein soll. Denn hier haben wir auch so ein Auto mit abgebildet und ich denke mal, das soll so ein bisschen symbolisieren, dass das für unterwegs halt gut geeignet ist. Ach, hier steht es auch, genau, praktisch für unterwegs, da leicht zu öffnen, ohne Schere und so weiter. Genau. Also ich bin gespannt, ob ihr das schmeckt, ob das klappt. Und das soll man dann in eine Tasse bzw. in ihren Becher füllen. Und wir haben ja diesen hier. Also ich denke mal, entweder in diesen Becher dann füllen oder halt in einen normalen, wo sie halt auch ihre Milch bekommt. Also mal gucken, müssen wir mal ausprobieren. Dann habe ich wieder Brei mitgenommen. Den hatte ich letztens schon. Das ist Pasta
mit Zucchini und Süßkartoffeln ab dem 8. Monat. Dann haben wir Buttergemüse mit Kartoffeln und Rind. Dann wieder ein Abendbrei von Alete, den hatte ich ja jetzt schon mal geholt. Kakao und Banane. Und den mag sie wirklich auch sehr gerne. Sind, glaube ich, alle ab dem 8. Monat. Genau, alle Breie ab dem 8. Monat. Dann nochmal ein Milchreis, da hatte ich zwei von mitgenommen. Einen hat sie davon schon gegessen. Und nochmal ein Risotto, und zwar mein Risotto, Spinat und Käse, hatten wir jetzt auch schon länger nicht mehr, habe ich jetzt mal wieder mitgenommen. Dann natürlich, ich halte sie hier mal hoch, Windeln, wieder ein Jumbo-Pack, weil die ne, brauchen sich auch immer recht schnell auf. Ich würde mal so sagen, 2 Wochen hält das Ganze. Das sind 68 Stück. Sie nimmt so, also 4 bis 5 Windeln brauchen wir am Tag. Und damit kommen wir ungefähr 2 Wochen hin, vielleicht auch länger. Mathe und ich, ne? Wir werden, glaube ich, nie Freunde. Ja, und was habe ich noch mitgenommen? Was für Silvester habe ich mitgenommen? Darüber oder darum kümmere ich mich meistens jedes Jahr. Also von mir aus, es ist jetzt nicht, dass ich das machen muss, sondern ich hole das einfach immer von mir aus jedes Jahr für Silvester. Und zwar für die Familie Wachsgießen. Früher hieß es ja Bleigießen, dann war es auch noch Blei. Ich muss sagen, ich fand das auch besser, aber das ist halt die umweltfreundlichere, ne, Variante oder Alternative. Aus Blei, das gibt es auch gar nicht mehr, ist soweit ich weiß auch verboten. Also darf man auch nicht mehr von früher irgendwie verwenden. Und man muss ja auch sagen, das ist ja auch die, ja, ich sag mal, gesündere Variante. Ne? Ja, und da bin ich echt mal gespannt. 1,99 hat das Ganze hier gekostet, also war jetzt nicht teuer, finde ich. Und das gehört für mich immer zu Silvester dazu. Und daher freue ich mich schon auf Silvester. Dann hat sich noch einiges hier in Lottis Zimmer getan. Ich hatte jetzt endlich mal die Sachen hier rausgeräumt, die wir verkaufen wollen, beziehungsweise das, was in den Keller kommen soll. Und hier unten habe ich jetzt unser ganzes Zettelsammelsurium weggeräumt. Und sie hat jetzt hier einmal eine Spielebox, wo jetzt alle Bälle drin sind und solche elektronischen Geschichten. Und das Telefon steht hier auch. Und hier oben habe ich ihr die ganzen Schildkröten hingesetzt. Und die hatten wir nämlich vorher im Bettkasten und da hatte ich die jetzt wieder entdeckt. Und ja, die hat jetzt Lotti. Ansonsten sind dann natürlich hier noch ein paar Unterlagen, Bücher. Hier oben dann die Bücher, da kommt sie ja auch noch nicht ran. Das ist übrigens ja aktuell noch das Buch, das Adventskalenderbuch, ne, woraus ich ihr jetzt immer jeden Tag vorlese. Heute natürlich auch noch mit Tag Nummer 4. Und dann habe ich hier drüben auch mal wieder ein bisschen Platz gemacht. Also hier ist jetzt dann auch endlich Platz. Das heißt, sie kann jetzt hier wirklich sich komplett frei in ihrem Zimmer bewegen. Hier haben wir jetzt die andere Box. Die hatte ich ja vorher beim Spielteppich mit hingestellt gehabt. Die habe ich jetzt hier weiter vorne. Und hier neben ist ja auch noch Platz. Hier soll dann der Lauflernwagen hinkommen. Ne? Da kann sie ja dann noch spielen dran. Da sind ja so Activity-Sachen. Werdet ihr dann auf jeden Fall alles auch noch sehen. Ja, hier oben musste ich dann die Decke schon wegräumen, weil sie da leider immer dran rumzieht. Und auch die CDs mussten hier gestapelt werden. Das ist hier irgendwie leider eine absolute Katastrophe. Also ich hoffe, dass sie dann jetzt hier diesen Bereich, sagen wir mal so, in Ruhe lässt. Und ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich euch das schon gezeigt habe. Ich zeige euch das jetzt, wenn ich es noch nicht gemacht habe, einfach nochmal. Und zwar habe ich jetzt mich auch dafür entschieden, oder wir haben uns dafür entschieden, ja, das Ganze hier mitzubeziehen. Also, dass sie jetzt schon ihre richtige Decke bekommt und auch das passende Kissen selbstverständlich. Denn das klappt sehr gut. Sie hat trotzdem noch ihren Schlafsack an, aber so klappt das auf jeden Fall super. Davor hatte sie auch immer schon eine leichte Decke drüber. Und sie kommt damit auf jeden Fall super zurecht. Dann habe ich ihr auch unter dem Wickeltisch noch ein bisschen was freigeräumt, dass sie hier auch noch spielen und entdecken kann. Da baue ich ihr jetzt hier immer wieder mal diesen Turm auf, ne? Hinten sind dann noch ihre Halstücher, Mützen und Lätzchen. Da kommt sie aber so jetzt nicht ran, ne? Da ist der Arm zu kurz. Und hier unten habe ich ihr dann extra noch so ein Teil freigeräumt, wo auch noch mal ein paar Sachen mit drin sind. Einmal diese Rassel hier, ich konnte mich davon irgendwie noch nicht trennen. Und sie spielt ja doch immer mal wieder damit. Dann noch zwei Sachen, die sind noch aus meiner Kindheit. Einmal dieses Häschen, ne, da kann man das Ganze hier so ein bisschen verbiegen. Ich zeige euch das hier mal, das ist total witzig.
Ich weiß gar nicht, ob es so eine Sachen hier noch gibt. Flexi Zoo 8. Also ich weiß nicht, ob es das so noch gibt. Müsste ich noch mal im Internet schauen. Und noch diese kleine Rassel. Die ist auch noch von mir, als ich noch ganz klein war. Und ich finde, dafür sieht die noch richtig toll aus. Und damit spielt sie auch sehr, sehr gerne. Und deswegen habe ich die drei Sachen ja auch noch mal mit reingelegt. Und auch die Lichterkette, die hängt, die hatte ich euch ja schon in einem Haul gezeigt und die ist so schön. Ich finde die total toll und die hängt jetzt vor ihrem Fenster und die machen wir auch immer am Abend mal an, ne, wenn sie dann auch einschläft oder sich auch mal hinstellt. Sie kann sich ja schon hinstellen in ihrem Bett und dann kann sie auch selber sich die Lichterkette vom Weiten anschauen. Und auch ihre Poster habe ich jetzt endlich mal aufgehangen. Ich hatte da vor einer ganzen Weile, da war sie wirklich noch ganz, ganz klein, da habe ich die beim Globus entdeckt, also beim Globusmarkt. Und ich fand die so schön. Ich glaube, da hat ein Poster 2 bis 3 Euro gekostet oder 2 bis 4 Euro. Und da hatte ich einmal die Welt mitgenommen. Also hier sieht man wirklich noch mal alle Kontinente, verschiedene Tiere, welches Tier wo lebt und auch sogar Flugzeuge. Ich finde das total schön gemacht und ich finde, da kann man ihr trotz alledem jetzt schon mal was zeigen, auch wenn sie noch sehr klein ist. So ein bisschen kann man ihr ja doch zeigen, dass das ein Schiff ist oder ein Wal und so weiter, ne? Also noch natürlich noch nicht jetzt erklären, wo hier welcher Kontinent ist, aber so an sich finde ich das wirklich eine richtig schöne Sache. Und damit können Kinder, finde ich, auch groß werden. Und das zweite Poster hängt an ihrer Tür, also von innen. Und das sind 100 Tiere, also 100 verschiedene Tiere. Und ich finde das so toll. Also die Zeichnungen sind so schön. Dann steht es natürlich nochmal mit dran. Dafür ist sie natürlich zu klein, aber auch, ja, falls der ein oder andere doch mal nachlesen möchte. Und ja, ist wirklich eine richtig schöne Sache. Und für den Preis finde ich das absolut in Ordnung. Die hatten wir hier vorher in der Ecke stehen und da hat sie immer Blödsinn gemacht und die rausgeholt. Und jetzt habe ich gesagt, ich hänge die jetzt schon auf. Ich finde das nämlich echt total schön. Und ja, ist doch wirklich mal nicht schlecht. So, Lotti sitzt gerade neben mir hier mit am Tisch und isst ihren Keks. Und ich wollte euch jetzt nämlich nochmal das Buch hier zeigen. Genau, wir sind jetzt bei Tag Nummer 4. Ich möchte ihr das jetzt auch vorlesen, während sie hier ihren Keks isst, weil so habe ich die Möglichkeit, dass sie mal ein bisschen still sitzt. Sonst haben wir das immer in ihrer Kuschelecke gemacht. Und das ist wirklich ein richtig tolles Buch. Ich kann noch mal schauen, ob ich das vielleicht irgendwo finde, dass ich euch das noch mal mit verlinken kann. Es ist natürlich eigentlich für ältere Kinder, aber ich finde, das ist sehr schön, wenn man einfach auch mal vielleicht eine neue Tradition so ins Leben ruft. Und sie das jetzt von klein auf kennt und man sich vielleicht jedes Jahr ein Adventsbuch oder auch das gleiche sogar immer wieder durchliest oder halt ein neues holt. Und das hier hat immer oder ist immer halt so zu. Das ist aber schon so vorgestanzt. Das heißt, hier drin ist dann die Geschichte. Ich mache das hier mal auf. Und ich finde, das ist hier nur mal so ein bisschen schwierig, dass man das Buch auch wirklich nicht kaputt macht, beziehungsweise diese einzelnen Seiten. Und dann steht da natürlich immer diese eine Story drin. Das ist ja insgesamt eine große Geschichte, also immer wie ein Kapitel, ein Türchen. Und dann sind ja auch auf den einzelnen Zwischenseiten immer noch tolle Rezepte oder Ideen oder was man halt so machen kann in in der Vorweihnachtszeit oder Adventszeit. Lebkuchen im wandernden Schloss. Ilianek strahlte. Genau, ich habe Weihnachtsferien. Ist ja klar, dass ich die in meinem wandernden Schloss verbringen möchte. Nur habe ich dummerweise meinen Zauberstab in der Akademie vergessen. Eigentlich wollte ich in diesen Ferien ein paar schwierige Zaubereien für die nächste Prüfung üben. Aber jetzt lasse ich es mir einfach richtig gut gehen. Nur kann ich die Schlosstür nun leider auch nicht mit einem Zauber öffnen. Dann habe ich ja vorhin kurz erwähnt, ich habe beim Schrottwichteln mitgemacht. Und mein Paket kam auch gerade an vor 2 Tagen und ich finde das total toll. Ich habe niemals mit so vielen Sachen gerechnet. Also wirklich ein sehr großer Karton. Und ich zeige euch einfach mal schnell diese tollen Sachen hier. Und zwar war hier ein Minion drin. Ich glaube, das soll hier so eine Bananenschale sein. Total witzig. Da hängt sogar noch das originale Etikett dran. Dann dieses kleine süße Lebkuchenhäuschen. Und hier sind Kekse drin. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die sogar selbst gebacken sind oder ob das so fertig gekauft ist. Aber ich finde das total schön. Allein schon dieses Häuschen,
Das gefällt mir echt richtig gut. Dann war ein Roman mit dabei, Zwischen Himmel und Liebe. Ich kenne das nicht. Hier steht sogar der Spiegel-Bestseller, erstmals als Taschenbuch. Vielleicht kennt ja der ein oder andere das. Ihr könnt mir das ja gerne mal mit in die Kommentare schreiben, ob sich das wirklich lohnt, das zu lesen. Dann waren von Ernesto solche kleinen Muffinbackformen mit dabei. Und ich glaube, das sind solche Silikonbackformen, 12 Stück. Ich habe jetzt selber noch nicht reingeguckt, aber ich denke schon, dass diese auch hier drin sind. Und auch ein Spiel war mit dabei und das kenne ich auch nicht und ich finde das total toll. Also ich bin ja immer wirklich für Spiele zu haben. Nobody is Perfect heißt das, Mini Edition. Ob das vollzählig ist, weiß ich nicht. Ich gehe jetzt erstmal davon aus und da bin ich auch mal gespannt, wie das Ganze hier vonstatten geht. Und ich werde das eventuell auch mit zu meiner Familie nehmen. Also wenn wir dann Weihnachten zu meiner Familie fahren, dann können wir das da eventuell, wenn die Zeit noch da ist, mal ausprobieren und spielen. Dann waren Dessert- und Speiseringe mit dabei, also sozusagen zum Ausstechen. Habe ich bisher auch noch nicht gemacht, aber ja, würde ich natürlich sehr gerne auch mal ausprobieren. Ne? Bietet sich ja jetzt damit an. Dann eine Pralinenform. Eine kleine Hasenausstechform war auch mit dabei. Dann was richtig Schönes, für mich als Weihnachtsfreak ist das wirklich eine richtig tolle Sache. Und zwar diese Deko-Kerze, also so eine unechte Kerze mit so einem flackernden Lichtlein. Da müssen noch Batterien rein, so eine ganz großen, die muss ich aber noch kaufen. Und dazu war noch dieser Weihnachtsteller, also super schön glitzerig und ich finde das total toll. Und ich freue mich schon, wenn das Teil hier zum Einsatz kommt. Und das letzte Produkt ist eine LED-Lichterkette von Shibo, auch noch original verpackt. Auch hier habe ich noch nicht reingeguckt, aber ich denke schon, dass auch das drin ist, was hier abgebildet ist. Und das ist auch für mich somit das Highlight. Ich finde das so schön. Ich liebe Lichterketten. Davon kann man, finde ich, immer nicht genug haben. Und mit diesen Herzchen ist das auch wirklich super schön und zeitlos. Und ja, freue ich mich wirklich sehr drüber. Falls diejenige sich das Video anschaut, also auch hier nochmal einen ganz, ganz großen Dank für dieses tolle Paket, also für das Schrottwichtel-Paket. Also ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Wie man sieht, unsere Türchen haben wir auch schon fleißig geöffnet. Und ich zeige euch natürlich auch gleich, was in den Türchen bis jetzt drin war. Also wir haben ja heute den 4. Dezember, daher haben wir natürlich 4 tolle Sachen schon. Und Lotti hatte auch natürlich Bildchen in ihrem Kalender. Das war hier die Nummer 1, so ein kleiner niedlicher Vogel mit einer Schleife. Dann waren wir bei Nummer 2, genau das war hier oben, das kleine Schaukelpferd. Nummer 3 war dann dieser Igel mit dem Schneeball. Und bei dem Türchen Nummer 4 hat er aus dem Schneeball einen kleinen Weihnachtsteddy gebastelt. Und wir haben jetzt unsere Sachen hier wieder auf den Weihnachtsteller gelegt, so wie wir das schon im letzten Jahr gemacht haben. Und ich bringe das jetzt, glaube ich, gar nicht mehr zusammen, was an welchem Tag drin war. Aber ich glaube, das war hier, jetzt muss ich selber gucken, das war hier Nummer 1. Das war bei mir Nummer 1 und zwar ein Duschsalzpeeling mit Meersalz. Dann hatte mein Freund dieses Lippenbalsam dabei. Merry Christmas ist auch vom Duft her sehr neutral, also auch geschmacklich und auch vom Duft riecht das ganz neutral. Im zweiten Türchen war dann bei ihm ein Duschgel mit dabei und ich hatte ein Schaumbad und das riecht sowas von lecker. Am liebsten würde man diese ganze Flasche hier austrinken, denn die riecht nach Kakao und Waffel und das ist wirklich der absolute Hammer. Und ich freue mich jetzt schon, das Ganze hier in der Badewanne dann auszuprobieren. Türchen Nummer 3, wenn ich das jetzt hier wirklich richtig zusammenbringe, war das Wintershampoo. Das riecht auch sehr frisch, also aber auch recht neutral. Und mein Freund hatte auch ein 2-in-1 Haar- und Bart-Shampoo. Und auch wieder hier von der Aufmachung finde ich das super schön. Und Türchen Nummer 4 hatte mein Freund eine Bodylotion Winter Active, intensive Feuchtigkeitspflege. Und für mich eine Haarmaske mit cremig-zartem Vanilleduft. Also ich freue mich wirklich schon sehr, die Produkte hier auszuprobieren.
Dann habe ich natürlich schon Geschenke verpackt. Das hier drüben sind übrigens unsere Geschenke, beziehungsweise Geschenke für den Nikolaus. Das ist dann für unsere Lotti, auch dieses kleine Geschenk hier. Und das ist für uns. Ja, dann habe ich hier schon das Geschenk für meinen Freund verpackt. Natürlich die Geschenke für Lotti und die anderen Geschenke. Ich kann das jetzt nicht so zeigen, weil ich sonst zu viel verraten würde, für unsere Familienmitglieder. Lotti bekommt übrigens von uns zum Nikolaus diese neuen Schnuller hier von Minnie Maus, beziehungsweise auch Mickey Maus. Und zu Weihnachten soll sie dann auch noch mal welche bekommen, aber die muss ich dann heute noch organisieren. Und bisher hatte sie auch immer die Schnuller von Mom. Und das ist jetzt dann das erste Mal, dass sie die von Nook bekommt. Also ich hoffe, dass das auch gut klappt, aber normalerweise ist sie da wirklich sehr pflegeleicht. Also sie nimmt da wirklich eigentlich alles. Also wir schauen mal, wie das so läuft. Und ich finde die wirklich so niedlich. Und dann bekommt sie, wie gesagt, zu Weihnachten noch Leuchtschnuller von Winnie Pooh. Also ich hoffe, dass ich die dann noch bekomme. Dann bekommt sie diese Weihnachts-CD von unser Sandmännchen. Weihnachten mit dem Sandmännchen. Also Gute-Nacht-Geschichten und Lieder. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Dann werde ich mir wahrscheinlich die auch wieder mit ihr mal zusammen anhören. Und weil ich mich nicht entscheiden konnte, bekommt sie zwei Bücher von uns. Einmal dieses Klangbuch, Babys erstes Klangbuch Weihnachten. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Hier, ne, so eine ganz, ganz kurze Story immer wirklich nur. Und wirklich auch wieder schöne Bilder mit den passenden Sounds dazu. Ich kann ja hier mal raufklicken. Und ich denke mal, das wird richtig toll für sie sein. Das ist bestimmt richtig spannend. Denn so ein Buch hat sie noch nicht. Das kennt sie auch noch nicht. Und da war es jetzt für mich auch eine große Geduld, jetzt auch noch abzuwarten. Und am Sonntag ist es ja dann endlich soweit. Und das zweite Buch, das hatte ich schon einmal in meiner Instagram-Story mitgezeigt. Die Geschichte vom Weihnachtsmann. Und das ist eigentlich auch wieder ein Buch für ältere Kinder. Aber zum Vorlesen und Zeigen finde ich das total schön. Und da können Kinder wirklich noch lange was von haben. Also das kann man sich immer wieder anschauen. Die Zeichnungen finde ich hier wirklich besonders schön. Auch hier werde ich nochmal versuchen, euch die Bücher rauszusuchen und mitzuverlinken. Wem das, also wer das nochmal interessiert oder wer das wissen möchte. Hier auch wirklich eine kleine Story und die Zeichnung finde ich wirklich absolut schön. Das war jetzt hier sogar ein bisschen runtergesetzt, weil hier leider ein bisschen ein Fehldruck ist. Das heißt, hier habe ich Rechtschreibfehler entdeckt und dadurch ist das wahrscheinlich auch schon günstiger im Verkauf gewesen. Hier sieht man es, hier fehlt ein Leerzeichen. Ich finde das jetzt nicht weiter schlimm, aber vielleicht achtet da ja der ein oder andere drauf. Und ja, hier sieht man das auf jeden Fall, ne? Die kleine Geschichte und die Bilder sind wirklich, ich kann es immer nur wieder sagen, wirklich wunderschön. Also ich freue mich sehr, wenn ich ihr die Bücher hier beide zeigen kann und auch vorlesen kann. Und auch der Lauflernwagen ist jetzt endlich aufgebaut. Ich glaube, ich habe jetzt hier 1,5 Stunden ungefähr für gebraucht, weil ich dann leider doch immer mal wieder ein Teil falsch oder beziehungsweise verkehrt herum angebracht habe. Aber jetzt bin ich endlich fertig und ich bin so zufrieden damit und ich finde den wirklich super schön. Hier ist so ein kleiner Spiegel mit dran auf der Rückseite, dann halt hier die Katze, dann hat sie hier die Möglichkeit, ne, diese Zahnräder hier zu drehen. Hier ist so eine kleine Quietschesonne. Dann kann man hier auch nochmal richtig schön so die Tiere sich hin und her drehen. Hier unten, das finde ich auch total toll. Hier hat man so ein kleines Fach. Und wenn man hier an diesem Blatt dreht, dann kommt immer ein anderes Tier. Und hier rechts, hier kann sie dann immer die Tiere hin und her schieben. Ja, hier haben wir eine Libelle, einen Marienkäfer und eine Biene. Und hier ganz unten sind nochmal so, ich denke mal, das soll so das Wetter darstellen. Also hier haben wir dann die Nacht, die Sonne, Regen, Wind und so weiter. Genau, an der Seite, das zeige ich euch auch nochmal, ist auch nochmal so ein Teil hier, das finde ich irgendwie auch ganz witzig, wo dann der Fuchs, ne, so hin und her bewegt werden kann. Und hier hinten übrigens kann man das Ganze einstellen. Also hier habe ich das Rad jetzt festgedreht. Es ist also wie so eine Bremse. Und ansonsten ist es natürlich, wie gesagt, ein Lauflernwagen, wo sie dann später mit Laufen lernen kann. Und erstmal nutzen wir das dann sozusagen auch als Activity Board. Und hier sind nochmal 3 Fächer, wo sie dann diese einzelnen Bauklötzchen mit reinstecken kann. Ja, ich finde das super schön und ich bin so zufrieden.
und bin wirklich froh, dass ich das jetzt aufgebaut habe. Und das soll sie dann auch morgen zum Nikolaus schon mal bekommen. Ist ja ein Weihnachtsgeschenk von ihren Großeltern, also von dem einen Teil Großeltern. Und da wir das aber nicht mitschleppen wollen, sondern sie das dann hier bekommt, bekommt sie das dann morgen schon zum Nikolaus. So, ihr Lieben, dann würde ich sagen, genug mit dem Vloggen. Ich verabschiede mich jetzt an der Stelle. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag noch. Natürlich eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst mir gerne noch einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ich freue mich auch über eure Kommentare. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.